Moment. Ja. Welcher Dämon? Ja, Boltax, das ist ein Gespräch für einen anderen Tag. Ist eine lange und komplizierte Geschichte. Aber ich bin ganz auf deiner Seite, was das angeht. Naja, nächstes Mal verkleiden wir euch einfach als Diamandas und schicken euch auf die Hochzeit, wenn es euch lieber wäre. Oh ja, wäre sehr lustig geworden. Und ich erinnere mich daran, dass wir alle Aufgaben zu erledigen haben. Also. Gut, machen wir, dass wir hier wegkommen. Okay, dann können sich die Helden relativ ohne Probleme in die Stadt hineinschleichen. Die Festivitäten sind wohl noch im Gange. Wenn ihr dann den einen oder anderen Yakeshi ansprecht, irgendwie so ein kleines Bauernkind oder so, was dann da ziemlich erschöpft im Sand sitzt, wird der euch auch verraten, dass die Festivitäten seit jetzt 3 Tagen zugange sind und dann wohl enden werden. Und ja, könnt dann so die Pferde vom Raya-Tempel holen. Und den Reitstrauß. Und den Reitstrauß, selbstverständlich. Schnabelmir. Sein Name ist Schnabelmir. Schnabelmir. Ja. Wir wollen seinen Namen nicht verleugnen. Das ist im Prinzip das, was ihr tut. Zulamin streift sich den Schleier an, der sich wie eine zweite Haut über dich legt. Er schmiegt sich an, duftet leicht nach Rosen, so eine Andeutung zumindest. Und dann wirst du sehr uninteressant für alle deine Mithelden, sodass du dich dann ebenso in die Stadt hineinschleichen kannst und siehst dann im Baronspalast, wie dort, du kannst das Brautpaar wohl nicht erkennen, also weder Diamantis noch Rashpatana von Palmyrabat, die sind beide wohl nicht da, wohl aber ihre zahlreichen Töchter, die dort sitzen oder sich unterhalten mit anderen stattlichen Helden und Kriegern. Rasulan sieht sehr uninteressiert aus und ist mit den Gedanken wohl woanders. Und du kannst auch den jungen Prinz Amaris von Zorgan erkennen, also den Sohn von Arkos und Eleonora, der dort ebenso mit seinen jungen Jahren sitzt und versucht, seine ersten politischen Tritte zu tun. Auf so einer Hochzeit in den eigenen Reihen ist das ja relativ entspannt. Da muss er dann keine neuen Staatskünste dann verknüpfen. Und du kannst dann auch nach kurzer Suche erkennen, wie Sybir al-Nabab im Hintergrund sitzt und ihr diese Hochzeit wohl nicht so sehr recht ist. Ja, unterhält sich damit das ein oder andere Mal mit einer Visierer, die sie dann auch wieder wegschickt. Und sie sieht sehr abgekämpft aus, sehr müde mittlerweile nach diesen 3 Tagen. Gut, wenn Zulamin sieht, dass, naja, die halt alle hier relativ statisch an der Tafel sitzen und, naja, wir haben keine Zeit zu verlieren, würde sie sich zurückziehen und eine kurze Nachricht für die Mondsilber-Sultana schreiben, mit einer recht rudimentären Karte und ein paar Sätzen, die ohne Kontext keinen rechten Sinn ergeben. Wir hatten Erfolg. Trefft uns zu, ich weiß nicht, wie lange die Reisezeit ist. Ein Tag mit dem Pferd. Gut, trefft uns zu diesem Zeitpunkt da und da, wenn ihr mehr erfahren wollt. Und dann würde sie sich unter dem Schleier, der ihr ein, naja, nicht so selbstverständliches Gefühl der Sicherheit gibt, während sie sich unter all diesen fragwürdigen Gestalten bewegt und der Mondsilber-Sultana diesen Zettel in die Tasche stecken wollen. Okay, also du hast auch das Gefühl, dadurch, dass es relativ voll hier ist in diesem Beiruns-Palast und viele Leute aus 2, 3 anderen Beiruns sitzen, dann eingeladen worden sind, oder eben dann noch Sultansgefolge aus Zorgan selbst. Es ist sehr voll. Und trotzdem, man müsste dich eigentlich streifen. Hier ist wenig Platz, aber es wirkt so, als würden sie ganz intuitiv einen Bogen um dich machen, sodass du selbst auch nicht gestriffen wirst. Und kannst dann den Zettel in ihr Gewand stecken. Sonst noch irgendwas? Nein, also Zulamin hält kurz den Atem an, denn trotz des Schleiers ist sie einen Moment lang überzeugt davon,
dass die Hochgeweihte des Sphex es bemerken müsste, dass sie da ist. Aber der Zettel gleitet in die Tasche und Sulamin zieht die Hand, die unter dem Schleier ist, zurück und verlässt dann wieder das Fest. Ja, kurz bevor du gehst, kannst du wohl noch sehen, wie Rafim einmal kurz reinlugt in den Palast, kann sich nochmal umdrehen und siehst dann wohl, wie so eine halbnackte Rashbatana, zwar in Seide gehüllt, aber das scheint dann wohl ihre Körpermassen nicht ganz auszufüllen, schwitzend wie ein Tier, kriecht sie dann nach vorne in Richtung ihres eigenen Throns, wenn es denn ein Thron ist, schiebt sich da wohl noch irgendwelche Pasteten in den Mund und ja, hat da wohl gerade einen. Es sieht aus, als ob sie einen Ringkampf ausgefochten hätte, aber sie trieft noch vor Säften. Ekelhaft. Aber den Quetzlinger sehe ich nicht, oder? Den Quetzlinger siehst du nicht, nein. Er hat sich schon kaputt gemacht. Gut, dann gehe ich in Richtung von dem Pferd mit den Pferden, wo ich Rafim vermute. Ja, ich kann dir noch ein paar abnehmen auf dem Rückweg. Das kannst du sicherlich machen. Kannst dich dann aus dem Schleier heraushüllen und nach draußen treten. Und so, ungefähr eine halbe Stunde später, steht ihr dann wieder kurz vor Jerkesh am Rande des Baron Ula und habt all eure Pferde beisammen. Und den Reitstrauß. Was machen wir jetzt mit Azkaban? Das habe ich immer noch nicht ganz verstanden. Wir nehmen ihn mit nach Janka. Wir werden ihn unter Druck dazu einladen, eine Weile unser Gast zu sein. Geht's ihm denn soweit gut, dass er transportfähig ist und am Pferd? Damit kann ich dienen, wenn ich ihn versteinern darf. Wie lange willst du das aufrechterhalten? Wie willst du ihn auf dein Pferd transportieren, wenn er wie ein Stein ist? Die Längen, die irgendwelche wirden Naturzauberer bereit sind zu gehen, einfach nur um sich einen siebener Balsam zu sparen. Nein, David. Das ist ein Erstzauber. Kostet wahrscheinlich 40 ASP, anstatt einmal die Wunde zu heilen. Das kommt. Für Boltax 4. Für mich kostet es 4 oder so. Ja, aber für 12 Sternstunden und geht gegen MR. Ja. Und? Ich kann doch für 1 Kosten sparen und so ein Kram. Also das ist überhaupt kein Problem. Ich kann dir einen Zauber. Es geht nicht darum, dass es ein Problem ist. Also, es geht was willst du machen, Boltax? Willst du ihn paralysieren? Ich würde es zumindest der Gruppe anbieten. Nun? Also, wenn ihr wollt. Kapitania, habt ihr Sorge, dass er auf dem Weg Probleme machen könnte? Nun, ich denke, er sollte vielleicht nicht unser Gespräch verfolgen, aber ansonsten rechne ich eigentlich nicht mit Problemen. Wir sagen ihm, wir bringen ihn zurück. Das in gewisser Hinsicht stimmt, denn sein Kloster liegt auf der Elburischen Halbinsel. Dann erscheint es mir reichlich verfehlt, ihn jetzt zu paralysieren, statt einfach seine Verwundung zu heilen. Könnt ihr ihn auch einschlafen lassen oder ein Silenzium wirken? Es gibt genug Möglichkeiten. Sicher, wir könnten ihn auch in einen Bomberat-Moskito verwandeln. Oh, was das angeht. Mir fehlt da gerade was ein, Kapitän, ja. Quack. Er wird hier geholt irgendwie aus einer seiner Robenmanteltaschen eine lebende Kröte hervor. Die Kröte guckt dich noch, böse an. Erinnert ihr euch noch an die Herrschaften, die uns angefallen haben? In Jerkesh. Er schleckt einmal mit seiner Zunge bösartig über deine Wange. Warum habe ich ihn so nah an mich dran gehalten? Damit du ihm in die Augen schauen kannst. Er ist ein Elitefrosch. Ihr habt einen Freund gefunden. Diamantis und ihr hattet irgendwelche Probleme in einem Schlaf gemacht. Bin ich da richtig informiert? Auch. Ist das Ergebnis dieses Zusammenstoßes? Seht ihr, vielleicht habe ich vergessen, den guten Mann auszusetzen, bevor wir zurückgekommen sind und die Wirkungsdauer wird bald ablaufen. Na, schmeißt ihn einfach in den Fluss einfach. Das ist eine Menschabemir. Wir können ihn nicht einfach in den Fluss werfen. Serpentinio, habt ihr etwa einen Zeitfrevel begangen? Wenigstens hat eure jetzige Kröte nur 2 Augen. Nehmt ihn mit, aber überlegt euch etwas, was ihr tut, wenn er sich zurückverwandelt. Ich blicke die Kröte an. Wir lassen uns was einfallen, ja? Ihr und euer Frosch, ja? Manchmal macht das Leben einfach kompliziert. Legt ihn an der Schluss ab. Wenn er sich wohlfühlt, dann ist das gut. Und man wandelt sich wieder zurück. Und dann? Ja, und dann habt ihr keine Kröte mehr. Er spricht doch nicht mit Tolamidia. Wir können ihn doch nicht einfach raussetzen.
Pass nur auf, dass er kein Palmwedel in die Hand bekommt. Die sind äußerst gefährlich mit den Dingern in der Hand. Serpentilio, ihr seid jetzt für diesen Frosch verantwortlich. Es ist auf eurem Mist gewachsen. Ihr kümmert euch um den Froschmann. Zu meiner Verteidigung. Er hat zuerst versucht, mich umzubringen. Nun gut, in Anbetracht dessen hat er ja noch ziemlich Glück gehabt, oder? Ich bin mir sicher, wird da eigene Ansichten zu haben. Ich würde mal auf Urtula Media zu dem Frosch sagen, hallo Frosch, willkommen in der Zukunft. Und dann weise darauf hin, dass der Frosch keinen menschlichen Verstand gerade hat. Das ist egal, aber das weiß Bolter. Offenbar menschlich genug, um böse zu gucken. Oder? Es ist ein Frosch, das ist eine Kröte, die sind alle böse. Ich verziehe den Mund über Bolter fleckt. Ich würde es vorziehen, wenn wir wenigstens wüssten, was er treibt. Also nehmt ihn mit. Und was Azkaban angeht, nun, ich möchte nicht, dass er an einem Schädelbasisbruch stirbt. Also halt ihn, aber sorg dafür, dass er nicht mitbekommt, was wir mit Zybia al-Nabab besprechen. Ich denke, ihn einschlafen zu lassen wäre eine menschenfreundliche Lösung. Natürlich. Heilt ihn vorher. Macht ihr das doch. Ja, ich glaube, wir sollten ihn nicht mit einem gebrochenen Schädel auf ein Pferd hieven. Wenn ihr möchtet, kann ich mir das gerne anschauen. Ja, bitte. Seit wann bist du ein Heiler? Ja, ich habe viele Talente. Das wäre mir neu. Also das mit dem Heiler, nicht das mit den vielen Talenten. Du kannst ja wahnsinnig gut schnitzen. Ja, also ich bin bereit, es auf den Versuch ankommen zu lassen. Lass ihn leben. Wenn Rafim es nicht machen will, mache ich es. Ich habe mein Ohr auch ziemlich gut ausgebrannt. Vielleicht sollten wir da zu zweit angreifen. Vielleicht sollt ihr einfach leben lassen. Ja, sehen wir uns das an, bevor wir uns auf den Weg machen. Gut, Rafim, ich mache das Eisen halt heiß und du zeigst, wo ich raufdrücken soll. Gar nichts tut ihr! Ja, also ich kann es mir zumindest mal anschauen. Ich werde mich daneben setzen, Kapitän. Ja, keine Sorge, dem Mann wird nichts geschehen. Abelmir, ich hätte noch ein, zwei Fragen. Ja? Diese Menschen, die Bienen anbeten. Was? Oder so. Menschen? Ja. Also, als wir in der Vergangenheit waren, da war so ein Sklavenhändler. Und der hatte einen Sklaven, der irgendwas mit Bienen zu tun hatte. Ich hab's nicht ganz verstanden, mein Urtulamidia ist nicht so gut. Auf jeden Fall habe ich diesen Sklaven befreit. Ja, und? Erzähl weiter. Nun, ihr habt mir doch gesagt, wie mein Koptername ist, nicht wahr? Den habe ich verwendet, dann habe ich ihm einen Edelstein gegeben und habe gesagt, geh zurück in dein Land und wenn du Schwierigkeiten hast, benutze meinen Namen. Und jetzt kommt ihr zu dem Punkt mit den Bienen. Nein, ich wollte nur wissen, was das für ein Volk ist. Hat mich etwas verwirrt. Klang euer Name nicht so ähnlich wie Schnattermoor? Ich habe ihn mir nicht gemerkt, aber irgendwie so ähnlich. Ja, das, ich meine. Nun, die alten Tulamiten verehrten eine Vielzahl von Göttern, die heutzutage nicht mehr bekannt sind. Ähnlich einem Volk im heutigen Bornland, die nun ja zu einer Göttin beten, zu einer Entität beten, sagen wir es so, zu einer Entität beten, die sie Mokosha nennen. Ja. Ähnlich? Ich spreche von den Alani, oder? Ja, das war der Name. Ich glaube, das habe ich gehört. Nun, das Volk in Bornland nennt sich nur Barten, soweit ich weiß. Vielleicht sind die Abkömmlinge der alten Alhania. Ach, nun. Ich war nicht viel im Norden unterwegs. Ich dachte nur. Es hat auf jeden Fall irgendwas mit Bienen zu tun. So wie ich das verstanden habe. Wie gesagt, er hat nicht gut Urtulamidia gesprochen. Ich nicht gut, aber. Nun, im damaligen Horasreich verehrte man auch einen Hornissengott. Einen, nun ja, Konkurrenten der Streitenden, könnte man sagen. Ja, ich weiß, Shinxia, nicht wahr? In der Tat. Nein, das war nicht der Name. Das hätte ich mitbekommen. Ich bin ja auch gewissermaßen Horasia ehrenhalber, ne?
Interessant. Ja, erzähl weiter. Nun, auf jeden Fall habe ich halt mit diesem Mann geredet und nichts verstanden. Nun ja, euer Urtulamidia bedarf einiger, nun ja, Verbesserungen. Nun, auf jeden Fall geht es um Folgendes. Ich hätte Angst, dass es vielleicht der Ur-Ur-Ur-Ur-Urgroßvater von diesem Bienenmann ist, den wir damals haben laufen lassen, als wir, nun ja, eine gewisse Stadt erobert haben mit einer Pyramide. Hm? Nun ja, nur weil sie Bienen anbieten und dieser einen Bienenkörper gewählt hat, besteht deswegen noch lange keine Relation, eine Korrelation, könnte man sagen. Es ist ein Zufall. Manchmal ist es ein Zufall. Oh, ihr erleichtert mich gerade. Nicht, dass ich jetzt den Ur-Ur-Ur-Ur-Urgroßvater von irgendjemandem beeinflusst habe oder so. Nun, dann hättet ihr ihn nie getroffen, nicht wahr? Wenn ihr das getan hättet, was ihr getan habt. Oder? Oh, scheiße. Bitte, fang nicht wieder an mit diesen Diskussionen, wie was geschehen wäre oder auf was wir aufpassen müssen. Oh, meine Kopfschmerzen sind gerade erst davon weggegangen. Ach übrigens, Diamantis, ich habe euren Stellvertreter nicht gesehen. Roshpatana wirkte ein wenig erhitzt, aber ansonsten, nun ja, sie war mit Essen beschäftigt. Also wohl alles. Ich hab ihn gegessen. Wohl alles im Normalbereich, denke ich. Was für einen widerlichen Dämon hast du denn da hingesetzt? Ich dachte, er soll Zeit mit ihr verbringen und sie auch so behandeln, wie sie es verdient hat. Warum hat er sie nicht gefüttert? Ich dachte, der hätte genau das gemacht, was ich gemacht hätte. Wenn ihr das wissen wollt, er tut genau das, was eure Pflichten sind. Ich bin mir nicht sicher, dass eine erwachsene Frau zu füttern dazugehört. Nun, ich sagte ihm, er solle sein Möglichstes tun, sie glücklich zu machen. Aber ich bin nicht sicher, ob mein Befehl in diesem Falle etwas zählt. Nun, wir haben hinreichend viele Komponenten des guten Diamantes hier verwendet. Er sollte also einen gewissen Einschlag in seine Denkrichtung haben. Einen gewissen. Nun, so. Ich bin mir sicher, der Frau geht es gut. Ich mache mir mehr Sorgen um den Kitzlinger. So könnt ihr aufbrechen und gemeinsam mit den Pferden und dem Reitstrauß eine ganze Tagesreise in Richtung der ehemaligen Ruinen aufbrechen, dort wo ihr schon gegen den Häuter gekämpft habt. Ja, auf der Reise selbst passiert wenig, ihr hattet ja schon die ein oder andere Begegnung in Aranien, könnt dann wieder die prächtige Flora und Fauna bewundern, die dann rechts und links des Wegesrandes vor euch auftaucht. Und irgendwelche Ungalo-Bullen, die sich da dann vor allem dann in dem See wälzen, wenn er dann näher kommt, irgendwie am Rand des Sees zumindest. Weitere Spuren von Pferden könnt ihr hier zumindest nicht erkennen, zumindest keine, die abseits von euch gemacht worden sind vor einigen Tagen. Und ja, so erreicht ihr die Ruinen. Ja, wenn ihr zu den Ruinen kommt, könnt ihr sehen, dass da wohl noch die Leichenstapel, ehemals verbrannt, sich dort so auftürmen vor euch, wie das eben auch der Fall war, als ihr losgeritten seid. Und es gibt wenig Veränderungen. Gut, dann warne ich alle nochmal vor den Krakenmolchen und wir lagern vielleicht nicht genau an der gleichen Stelle wie beim letzten Mal, denn Leichenberge sind vielleicht nicht so das tolle Ambiente. Aber da ist noch der Bannkreis. Der ist kaputt. Ja, trotzdem. War ja viel Mühe mitgegeben. Den Schwarzmagier zieht es zu seinem Bannkreis zurück. Ich verstehe. Für die Übeltaten. Ja, dann gib noch einfach mal eine Sinnesschärfeprobe. Okay. Ihr könnt zumindest euer Nachtlager aufschlagen. Wirklich viel habt ihr ja nicht zu tun. Habt ja keine Zelte oder so etwas. Erleichtert mir Dämmerungssicht das Ganze. Ja, doch. Würde ich erlauben. Okay. Du schaffst ja sowieso jetzt mit 20 Punkten. Was willst du eigentlich? Ich doch. Nur mit 15 schaffe ich's. Ja, ihr könnt das weniger Nachtlager aufbauen, was ihr sowieso noch mit dabei habt. Zelt hattet ihr nicht wirklich eingepackt, als ihr vom Schiff runtergekommen seid. Und wenn ihr dann die ersten paar Fleischstücke oder so in einer kleinen Feuergrube dann schmort, damit ihr ein bisschen was Warmes habt,
dann könnt ihr nach grob 2 Stunden hören, zunächst hören und später dann noch sehen, wie wohl 2 Pferde in eure Richtung kommen. Von Süden nach Norden. Auf die Ruinen zu. Ich werfe Boltax einen bedeutungsvollen Blick zu. Soll ich Licht machen? Nein, ich denke, es sollte in Ordnung sein. Bleibt hier, wir wollen einmal sehen, wer da kommt. Die Waffe ist geladen und im Anschlag, Kapitana, sollten das nicht unsere Gäste sein. Gut, dann gehe ich mal mit Hassan um die Ecke spähen. Ob wir die irgendwie identifizieren können oder so? Also auf die Entfernung sind es 2 Pferde und 2 graue Gestalten darauf. Verschleiert. Sie sehen sehr unauffällig aus. Gut, das sieht richtig aus. Dann kommen wir zurück zum Lagerfeuer. Ich denke nicht, dass wir uns wegen dieser reißenden Gedanken machen müssen. Und ich gucke nochmal Boltax an und dann in Richtung Azaban, der gerade sein Abendessen in sich hineinschaufelt. Ja, verstehe. Und dann mache ich einen Somnigravis auf Azaban. Okay, die Magieresistenz von Azaban ist 7 und die lässt er auch nicht fallen, dir zuliebe. Alles gut. Er hat ihn auch gar nicht gefragt. Ja, richtig. Also das wären dann immer noch ein Wert von 11 auf den Somnigravis. Ist es erschwert, wenn das Opfer aktiv ist, oder ist es egal? Nee, es muss nur ruhig sein. Okay, genau. Ich wollte gerade sagen, ich weiß, es geht im Kampf nicht, aber ich weiß nicht, was die Voraussetzung genau ist. Genau, ansonsten hätte ich halt die Ohnmachtsvariante gewählt. Ja, die ist dann halt noch um 7 erschwert. Ich würde auch schon richtig müde vom Essen. Und lässt dann seine, Suppenschüssel und das halb geschmorte Fleisch lässt er dann in seiner Tonschale zurück, immer noch auf seinem Schneidersitz und lehnt sich dann nach hinten gegen so ein Ruinstückchen und macht dann die Augen zu. Streckt sich nochmal ein bisschen und dann ist er weg. Kann ich da eine Decke drüber werfen? Du kannst auch eine Decke drüber werfen. Okay. Der ist nicht da. Ja, Pferdedecke oder genau. Sowas. Ja, ohne Probleme. Ich blicke noch einmal zu Azaban, dann entschuldigen zu Zulamin und knirsche mit den Zähnen. Verzeihung, Kapitana. Ich hätte unsere Gäste nicht erwähnen müssen. Ich habe ihn vergessen. Nun ja, Boltax hat auch nicht sofort geschaltet, aber wir werden ihm sagen, dass einfach 2 Reiter hier durchgekommen sind, wenn er danach fragen sollte. So, wie lange wird das halten, Boltax? Na, ich würde sagen, etwa 7 Stunden. Oh. Habt ihr einen Somnigravis verwendet? Ja. Dann 7 Stunden, wie ihr sagt, unter der Annahme, dass wir nichts Aufregendes tun. Nun, ich hatte nicht vor, ihn währenddessen abzustechen. Zucke mir den Schultern, ich auch nicht, aber man muss vorbereitet sein. Ja, ich denke, 7 Stunden sollten uns genügen, um ein vernünftiges Gespräch zu führen. Ihr könnt hören, wie dann sich 2 Schritte nähern und dann eben auch die Hufen von geführten Pferden, die dann zwischen den Ruinen auf euch zukommen. Ihr könnt zunächst sehen einen, verschleierten Graumantel, der wohl etwas dicker ist. Und wenn er seinen Umhang zurückschlägt, könnt ihr sehen, dass es sich dabei wohl um einen Eunuchen handelt, der an seinem Gürtel wohl auch 2 kurze Säbel besitzt, nickt euch nur zu, guckt aber sehr aufmerksam und kurz danach könnt ihr dann sehen, wie eine weitere Gestalt auf euch zukommt mit eher weiblichen Rundungen unter dem Umhang und wenn sie dann den Umhang zurückschlägt, könnt ihr Sybia al-Nababa kennen. Guten Abend. Solomin verbeugt sich tief. Ich freue mich sehr, dass ihr uns die Ehre erweist und hierher gekommen seid. Ich hoffe, es hat euch nicht zu viele Umstände bereitet. Nun, ich bin vor allem erstaunt, dass ihr mir eine Botschaft untergejubelt habt und ich nichts davon mitbekommen habe. Aber ihr habt wohl Mittel und Wege, die meine etwas übertreffen. Naja, ein bisschen vielleicht. Aber schön, dass ihr da seid. Nun, ich versichere euch, dass es nicht an meinen herausragenden Fähigkeiten gelegen hat. Aber das werdet ihr euch schon gedacht haben. Nun, ihr wart erfolgreich. Zumindest stand das in der Botschaft, die ihr mir gegeben habt. Das freut mich. Ich war auch mit meinen wenigen Aufgaben, die mir anvertraut waren, ebenso erfolgreich und konnte diese Hochzeit strecken.
Wobei ich allerdings, es gab keine Not. Versteht ihr? Der Bräutigam war ja da. Nun, das ist eine Sache. Nun ja, ich möchte eine Sache von Diamantas. Ich möchte es nicht wissen. Ich würde es lieber auch nicht wissen, wenn ich ehrlich bin. Serpentino guckt an irgendwie eine Mischung aus ganz stolz und beleidigt, dass er nicht erzählen darf, wie brillant dieser Plan noch war. Aber er sagt. Gut. Wir haben in Sorgan Illusionisten, die... Nun ja, das war keine Illusion. So viel bin ich mir sicher, auch wenn ich keine Magierin bin. Und sehr strafender Blick in Richtung von Serpentilio und von Abelmir. Und dann setzt sie sich ans kleine Feuer. Ich nicke, während sie diesen strafenden Blick verteilt. Ich sage aber nicht. Unglaublich. Ich schaue einfach völlig unschuldig. Ich nicke auch. Ich mag es einfach nur, dass endlich jemand meine Kunstfertigkeit wahrnimmt. Also gut, wollt ihr berichten? Ja, wie gesagt, wir hatten Erfolg und konnten verhindern, dass, nun ja, jene, die im Stillen immer noch den uronischen Traditionen anhängen, das Artefakt an sich bringen konnten. Aber ich wollte deswegen dennoch einmal in Ruhe mit euch sprechen, denn ich fürchte, dass die Gefahr noch lange nicht gebannt ist. Wir haben den dringenden Verdacht, dass es eine Verschwörung im Maharaniat gibt, die sich bis in die allerhöchsten Kreise zieht. Ist es mir gestattet, von eurer Tochter zu sprechen? Selbstverständlich, redet offen. Gut, und seid versichert, dass es nicht in meiner Absicht liegt, euch unnötiges Leid zuzufügen, aber nun ja, in dieser Sache geht es leider um sie. Ich bin alt, ich habe viel gesehen und ich mache mir nichts vor. Ich weiß, dass meine Tochter böse Dinge getan hat und ich habe selbige Vermutungen wie wohl ihr. Darüber haben wir uns ja bereits in Yerrikesh verständigt. Also redet bitte offen und lasst kein Blatt vor den Mund, ich werde euch nicht bestrafen. Gut, wir konnten folgende Korrespondenz bei dem sogenannten Magiergrafen von Edas sicherstellen. Lamin zieht einige Briefe aus ihrem Vademecum heraus und reicht sie der Mondsilber-Sultana. Imiona verlangte von ihm zu erfahren, wo sich jener Teil des Frevlergewandes befindet, der Rajas Widersacherin zugeordnet ist. Und nun, wie ihr seht, der letzte Brief ist auf einem Zeitpunkt nach dem 35-Tage-Krieg datiert. Und sie nimmt darin ganz klar auf ihren eigenen Tod Bezug.